Die Welt ist kleiner geworden. In dieser digitalen Zeit hört man diesen Satz immer wieder. Wir bekommen sofort mit, was in einem fernen Land gerade geschieht. Es erreichen uns Bilder und Informationen, die wir niemals gesehen oder wovon wir vorher noch nie gehört haben. Ja, das ist alles ungewöhnlich, aber möglich. Die Welt ist wirklich kleiner geworden. Dass die Welt kleiner geworden ist, haben wir in dieser Pandemiezeit direkt erlebt. Wir haben es am eigenen Leib erfahren, dass unsere Welt kleiner geworden ist. Unsere Welt war oder ist immer noch unsere Wohnung, unser Dorf und unsere Stadt. Für die Menschen, welche an Covid-19 erkrankten, war die Welt noch kleiner. Sie durften ihre Zimmer nicht verlassen. Unsere liebgewordene Bewegungsfreiheit ist noch nicht ganz zurück. Aber auch in dieser schweren Zeit haben wir es erlebt, dass unsere Herzen weiter sein können. Dass die Welt nicht nur kleiner, sondern auch größer geworden ist. Helfen wir einander, diese Welt zu verschönern und auch zu vergrößern. Schenken wir unseren Mitmenschen Mut und Hoffnung. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.